Messing Cloud ist ein Wettbewerb der Computerwoche. Man kann sagen, es ist der Cloud-Wettbewerb in Deutschland. Und wir machen das jetzt zum zweiten Mal und bemühen uns, die besten Cloud-Projekte in Deutschland zu finden und auszuzeichnen. Wir haben insgesamt 8 Top-Jury-Mitglieder und die kümmern sich um den ganzen Bewerbungsprozess. Das heißt, am Anfang steht die Bewerbung und es geht dann hier darum, auf der Bühne zu zeigen, was man kann. Best in Cloud Award ist eine spannende Sache. Ich glaube, man kriegt nirgendwo in Deutschland so komprimiert so viele interessante Lösungen präsentiert. Für Endanwender, für Kunden ist es eine unwahrscheinlich spannende Veranstaltung. Ich freue mich insbesondere über die Teilnahme. Wir sind ja fast 3-mal so viele Besucher wie letztes Jahr. Und das zeigt auch ganz eindeutig das Interesse. Hier kann man unheimlich gut innovative Ideen aufnehmen. Man kann sich hier unheimlich sehr gut austauschen und vielleicht auch gemeinsame Wege gehen. Es ist ein eigenes und neues Format. Es gibt keine andere Veranstaltung in Deutschland mit diesem Format. Und es ist wichtig, dass wir uns um diese neuen Trendthemen kümmern. Es ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Veranstaltungen im Cloud-Umfeld. Der Best in Cloud Kongress ist sehr interessant. Es gibt viele neue Themen und es ist natürlich auch zu sehen, was sich auf dem Markt tut bei den ganzen Entwicklungen. Sehr interessantes und nützliches Gesprächsforum, zum einen wegen der Kontakte, die man hier gewinnt, aber auch wegen der Möglichkeit, im Nachhinein sich nach außen hin darzustellen. Ich finde es ausgesprochen spannend, die Vorträge auf 6 Minuten zu limitieren. Es ist eine Herausforderung für den Vortragenden, aber es erlaubt einem einfach mehr mitzunehmen. Ich glaube, das macht das Ganze interessant. Die Präsentation geteilt nach 6 Minuten Vortrag und 4 Minuten Fragerunde. Dann ist jeder auch gezwungen, das Wichtige zu präsentieren. Und die Fragen sind, glaube ich, auch sehr kritisch. Das ist zwar schwierig, in 6 Minuten das Relevante herauszubringen, man muss viel Zeit dafür investieren, aber das macht es würzig, das macht es abwechslungsreich und man freut sich eigentlich auf jeden nächsten Vortrag. Die Preisverleihung war spannend, die Finalisten haben gewartet, was die Ergebnisse sind. Die Jury war natürlich genauso gespannt wie die Punkte, die gegeben wurden, zusammengezählt wurden, was das Gesamtergebnis ausgemacht hat. Es waren Überraschungen dabei. Wir sind aber insgesamt mit dem Ergebnis sehr zufrieden, auch die Finalisten natürlich und die Gewinner. Und wir freuen uns schon sehr auf 2013. Wir hatten auch bereits die ersten Anfragen und würden uns freuen, wenn im nächsten Jahr genauso viele Anbieter und Referenzkunden den Mut beweisen, sich den Fragen der Jury zu stellen, ihr Projekt präsentieren und wir damit auch der Anwenderschaft die Hemmungen nehmen, in die Cloud zu gehen, in die Cloud zu starten, mit der Cloud zu arbeiten und sich damit die Arbeitswege zu erleichtern.